Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Let's Play Jurassic World Evolution. Wir sehen hier Herbert, der sich mittlerweile doch ganz wohl fühlt in seinem Gehege. Es ist immer noch ein bisschen wenig Grasland, aber er meckert nicht. Also er ist gerade an der Grenze und ich denke, damit kann man arbeiten. Es kommt dann gleich noch Gisele oder so. Da kommt sie. Da wird sie angeflogen. Und dann ist Herbert auch nicht mehr alleine. Und ich glaube, das findet er gut. So. Wir haben jetzt wieder richtig Schotter. Wir könnten gleich noch einen ausbrüten. Da warten wir aber noch ein bisschen, bis wir gentechnisch noch höher kommen. Mit denen. Und bauen jetzt lieber hier mal am Gehege rum. Würde ich sagen. Und zwar, indem wir irgendwie hier halbwegs korrekt eine weitere Beobachtungsplattform hinstellen. Also ohne... Oh! Eigentlich perfekt. So, das bauen wir jetzt irgendwie... Ah, das bitte nicht snappen. Bitte nicht gleich ansnappen. Wir müssen ungefähr den gleichen Abstand zwischen der Kante und der Straße hinbekommen wie oben. Ja, Feuer. Ja. Könnte gut sein. So, wir schicken mal die Teams wieder los, würde ich sagen. Oha. Oh yeah. Ganz hervorragend. Da geht was. Und wieder auf das hier unten drüben beim Gully. Hier. So, okay. Dann können wir auch mal ein bisschen was in die Forschung investieren wieder. Zack, so. Und hier kommt Gisela. Und sie ist Alpha. Und findet den Helikopter noch sehr interessant. Gisela. Na, aber. Na, Gisela, machen wir Gisela mit G. So. Die Gisela. Hunger. Da ist ein Auftrag auf meinem Schreibtisch gelandet. Sie müssen ihn sich ansehen. Das können wir machen. Das dürfte jetzt auch ziemlich gut. Jawohl. Die zwei Cerato waren eine richtige Entscheidung, würde ich sagen. Die bringen uns hier richtig Schotter jetzt. Und das können wir brauchen. So, jetzt haben wir hier aber noch die Beobachtungsstation, die komischerweise auch funktioniert. Die schon lauffähig ist. Sie sind ein wahres Naturtalent. Und den Auftrag, das wissen Sie sicher schon erledigt. Dennoch, wunderbar. Gute Arbeit beim Abschließen dieser Mission. Liebe deine Arbeit. Das ist das Credo der Unterhaltungsabteilung. Showbusiness. Und auf Isla Tacaño zeigen Sie, wie man das macht. Dafür haben Sie sich eine Belohnung verdient. Geil. Jetzt geben Sie uns Geld. Sehr schön. So, wie machen wir das? Machen wir das jetzt hier so gerade zu oder wollen wir hier runter und dann so. Ja, das machen wir so. Hier hin. So. Nicht so. Machen wir so zu. Ah, machen wir nicht. Dann müssen wir hier hoch. So. Jetzt machen wir zu. Ach komm, ah, nerv nicht. Ah. Das ist ja mal richtig ärgerlich. So, aber jetzt, oder? Also geht doch. Da. Wenn wir hingehen könnten.
Inneren da wegmachen. Den ebenfalls. Und derzeit hoffe ich, dass das da noch ordentlich am Außen. Zusammenpasst hier. Ah, verdammt. So. Ja, das kann man doch. Kann man doch lassen. Oder? Was meint ihr? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Besser ausgesehen hätte es wahrscheinlich, wenn wir hier zugemacht hätten, so. Von der reinen Optik, weil wir dann so einen gleichbleibenden Zapfen hier raus hätten. Aber das passt schon. Das machen wir dann hier irgendwann zu. Da, so. Und dann haben wir hier zwei Gehege. Können wir zufrieden sein. So, die. Da auch noch. Wunderbar, können wir auch wieder was forschen. So langsam haben wir auch mehr als genug Geld. Da jetzt läuft's, würde ich sagen, jetzt läuft's. So, da haben wir können wir ja mal gucken, dass wir diesen Zaun einfach schön nicht so einfach jetzt gerade. Machen wir so. Zu nah am Dinosaurier. Ah, das blockiert uns irgendein Saurier. Mal kurz warten, vielleicht geht er weg. Husch, husch. Na komm schon, geh halt weg. Wie ist es denn? Wer sitzt denn da? Okay, die hören los. Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen stressen gehen. Und holen mal den Heli. Wahnsinn, was auf der Straße los ist. Es sind doch gar keine Saurier da hinten. So, stellen wir jetzt mal hier ab. So, dann dürfte der da vielleicht ein bisschen für Stress sorgen an der Ecke. Und wir können unseren Park dicht ziehen hier. Und zwar so daher. Ja? Geht doch, oder? Wie schaut's denn hier aus von der Abdeckung? War ja eigentlich sehr gut, da kommen wir genau hier durch. Wie als ob das geplant war hier. Wahnsinn, nicht schlecht. So, da ist keiner drin. Super. Ihr fühlt euch hier noch wohl? Euch ist das nicht zu klein geworden? Ah, wir könnten sogar noch einen Bestand reinbekommen. Im Ernst? Ihr wollt noch einen in dem kleinen Gehege, wollt ihr noch einen anderen Saurier mit drin haben? Echt jetzt? Ich würde sagen, wir holen hier dann noch die Strudis raus. Was machen wir jetzt? Verstanden. Kein Problem. Und setzen die dann erstmal hier rüber und da, was machen wir denn da? Hey, ich habe gerade einen neuen Auftrag erhalten, den Sie sich auf jeden Fall ansehen sollten. Sturmabwehrstation. Ach, so, ich musste mal kurz was richten. Ich fahre schon wieder über mein Kopfhörerkabel. Das ist so lang, weil ich sehr gerne auch Musik und so über Kopfhörer höre. Und dann das Kabel so lange ist, dass ich Kopfhörer in meinem kompletten Zimmer
anhaben kann und rumlaufen kann. Aber wenn ich am Schreibtisch sitze, fällt es manchmal zu Boden und dann rolle ich drüber und das ist nicht cool. Ich habe auch ein bisschen Sorge, dass ich mich irgendwann unabsichtlich damit stranguliere. Ist ja auch sehr schön, der Saurier. Ich glaube, da. Den wollen wir auch demnächst haben, den Parasaurolophus. Der ist echt hübsch. Diplodocus fertig machen. Forschung abgeschlossen. Mensch, jetzt geht's auch zack auf zack hier. Jetzt aber. Jetzt machen wir mal die Farbe. So, fangen wir die ersten rüber. Sammle Produkt ein. Schläft auch wieder einer. Hole Produkt ab. Nur einen gibt's noch, oder ist der im Wald? Nee. Okay. Da ist er. Entspannt euch, alles gut. Den schon mal. Ah, jetzt haben sie ihn getroffen. Direkt im Schwanz. Nein. So. Optimal. Haben wir diese Gehegegeschichte hier hinten dann auch abgeschlossen. Beginne Produkttransport. Dann kommt da noch eine Futterstation. Kleine Saurier? Nein. So, genau hier hin. Und dann gestalten wir das mal ein bisschen. Sehen wir mal weiter. Und zwar ziehen wir den. Ah, können wir jetzt gerade nicht, weil die Saurier geliefert werden. Mmh. Okay. Produkt zugestellt. Müssen wir ein bisschen warten. Da machen wir ein bisschen Wald hier oben wieder hin. Zustellung wurde abgeschlossen. Dann reparieren gleich wieder die Serratus, wenn wir das machen. Produkt wurde transportiert. Schade, dass hier keine Bäume reinpassen. Oh, das schaut gut aus. Aha. Ja, ja. Jo, doch. Vielleicht hier noch ein bisschen. So. Ah, so gefällt mir das. Ja. So ist das gut. Und dann machen wir noch ein bisschen Schilfzeug da rein. Das finde ich immer sehr schön, wenn es so richtig sumpfig aussieht hier um die Ecken. Grasland hinmachen. Hier. So. Und dann lebhaft können wir gerne auch noch ein bisschen machen. Oh ja, das schaut ja an den Küsten auch super schön aus.
So, oh, sieht doch das auch noch was aus. Wunderbar. Geht's euch denn gut hier drin? Fühlt euch wohl? Absolut. Super wohl fühlen die sich hier. Dann schauen wir wieder mal nach unseren... Mal schicken wir einfach nochmal dahin und zu den Galis auch nochmal. Jo, damit kriegen wir doch den Diebelwirkus auch fertig. Jawohl. Ist. Den möchte ich mir auch ausprobieren. Der sieht super schön aus. Die Futterstation muss aufgefüllt werden. Das machen wir mal mit dem Ranger-Team. Reagiere auf Nachschubanfrage. Dann machen wir die auch gleich noch. Lege weitere Aufgabe fest. Ah, da hinten haben wir gar keinen Eingang drin. Wo machen wir den denn hin? Perfekt. Absolut perfekt. So, da haben wir auch noch keinen. Den machen wir. Da passt er nicht hin. Da gefällt er mir nicht. Da passt das sehr gut hin. Spitze. Mensch, guck mal, Leute, wie das hier aussieht. Richtig nice. Ein neuer Auftrag kam gerade rein. Machbar, sage ich. Von Ihnen. Ja, ja, das ist ja mal... Was ist denn das für ein Auftrag? Echt. Natürlich nehmen wir den an. Das machen wir nämlich jetzt auch. Jeden Moment. Wie sieht es mit der Forschung aus? Von unseren Genen. Ja. Ich glaube, da ist dann nur noch eins, zwei zu erforschen. Das machen wir noch. Und dann kommt der dritte Ceratosaurier, der auch ziemlich schnell dann das Alpha-Tier in dem Gehege werden wird, weil er einfach, ja, die besten Gene hat. Und bis dahin, jetzt gucken wir mal. Jetzt können da auf jeden Fall wieder ein Haufen Hyangos rein. Die sind ja so ziemlich... Oh ja. Oh, Leute. Wie toll ist das denn? Jetzt haben wir hier, jetzt hauen wir da mal noch einen Bodenstättenkapazitätenplatz rein. Wunderbar. Und schmeißen uns da noch ein paar Hyangos raus. Wir könnten ja mal anfangen, auch die weiter zu gehen, modifizieren. Eieiei, jetzt geht's aber ab hier im Park. Ich muss mich eigentlich jetzt ein bisschen drum kümmern, aber ich will vorher hier starten mit den Hyangos. Noch bessere Hyangos zu erschaffen. Ja. Bringen wir uns noch einen aus. Modifizieren wir nochmal das Gen und machen mal den Standard. Nee. So ein Wüstmuster. So, drei Hyangos. Ja, jetzt passt's aber. Herbert, Gisela, lass dir mal das Auge in Ruhe, gell? So, und dann stellt sich auch die Frage, was hauen wir da noch mit rein? Also ich glaube, einen Langhals, höchstens vielleicht Diplodocus, dass wir Diplodocus hier mit reinsetzen. Aber ein Brachiosaurus, der wäre zu groß. Also das können wir nicht verantworten, dass wir dann den Brachiosaurus reinsetzen. Dafür wäre das Gehege viel zu klein. Da müssen wir, wenn, da müssten wir hier ein großes hinbauen. Und ich glaube, das machen wir auch. Wir bauen da unten ein großes hin. Vielleicht können wir auch schon hier dieses Rundgebäude wieder erforschen und hier hinbauen, dass wir so langsam auch die Gästeanlage wieder aufbauen, dass hier die Leute auch was zu essen und zu trinken bekommen und sich mal ein T-Shirt kaufen können. Und die ersten Hyangos. Sie haben den Auftrag mehr als nur erledigt. Lassen wir mal frei. Schön. Bestätige Aufgabe.
Hoffentlich ist das jetzt nicht zu viel, wenn wir da jetzt drei neue reinsetzen, aber wir haben ja vier Strudis rausgenommen, also müsste es vielleicht schon gehen. Haben wir noch nicht, der muss sich noch bewegen. Raus. Liegt der zu nah da? Oh nein, jetzt liegt der zu nah am Eingang. Na gut, dann fliegen wir die schon mal rüber. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Produkt muss eingesammelt werden. Weitere Forschung wieder abgeschlossen. Und haben damit die kompletten Forschungen fertig. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal unter Gebäude. Wir können wirklich nur die Kegelbahn bisher bauen. Wissenschaftszentrum. Ah, das fehlt uns noch. Und zwar Isla Maternus. Ah, verdammt. Das Innovationszentrum kriegen wir erst auf der anderen Insel. Dann bauen wir mal das Bowlingzentrum. Und Bowlinghalle bauen. Ihr seid ja sehr gut drauf, ne? Aber hier geht's ja prima. Ich hätte gerne echt ein bisschen mehr landschaftliches Zeug. Da haben sie für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig reingebaut. So, soviel dazu. Hier könnten wir jetzt zwischenzeitlich auch auf jeden Fall Edmonto und so ein Zeug reintun. Oder noch mehr Strudis auch. Die können ja mit unfassbar viel. Oder andere Pflanzenfresser. Was könnten wir denn da reinsetzen? Vielleicht auch mal einen Dracorex ausbilden? Oder vielleicht doch Diplodocus? Diplodocus können oh, die brauchen schon echt verdammt viel. Hm, 0 bis 24 könnte, also 24 andere Tiere, 8 können sie bis maximal. Okay. Hier kommen wir auch ganz gut voran. Klar, wir könnten Chunkingos aus noch mit reinsetzen. Und natürlich auch Edmontos. Ein Kilo nicht, die würden wahrscheinlich durchdrehen. Wisst ihr was? Wir gucken uns jetzt einfach mal an. Den Dracorex, den haben wir noch überhaupt nicht ausgebrütet. Wir können, oh, den können wir sogar ziemlich färben. Ich nehme mal Tiger. Und schauen einfach mal. Verteidigung kriegt der. Schauen einfach mal, was der für Werte hat. Das kriegt man ja erst gesagt, wenn man einen ausgebrütet hat. Und das lassen wir uns natürlich auch gleich was kosten. Denn wir haben es ja langsam. Geld ist jetzt nicht mehr so das Problem. Oh ja, geht. So teuer ist er nicht. Wir brüten einen aus. Wir brüten gleich zwei aus. Und wir brüten noch einen. Studie aus. Hm.
13 noch hoch. 14. Und haben eine Forschung abgeschlossen für die Bowlingbahn. 16 kriegen wir. Gut, da drücken wir dann noch einen aus. Komm. Zack. So. Ja, wir haben ja auch gesagt, wir wollen dann mal langsam. Ich habe gerade von einem neuen Auftrag erfahren. Es scheint sich um etwas zu handeln. Erstmal nicht. Wir wollen ja auch mal Gästeanlagen ein bisschen bauen, haben wir gesagt. Fangen wir gleich an. Yeah. Das ist jetzt 80.000 verkaufen. Immerhin. Die Dragorexe sind fertig. Wir lassen sie raus und gucken uns das mal an. Oh, jetzt habe ich das abgebrochen, wie der rauskommt. Wollten wir uns ja eben mal anschauen. Oh, grün. Der schaut ja auch geil aus. Ja, oh, das geht aber besser, oder? Heil dem Drachenkönig, der Dracorex. Klingt beängstigend, ist aber nur ein Pflanzenfresser. Jo. Sollten die mal wieder die Welt beherrschen, verraten Sie denen bitte nicht, dass ich das gesagt habe. Die sind auf jeden Fall auch ziemlich sozial, was also zumindest brauchen sie noch einen anderen. Können aber nicht mit vielen anderen und können auch nicht mit sehr vielen anderen im Bestand zusammenleben. Das müssen wir uns jetzt einfach mal merken. Wir probieren es jetzt mal, wenn wir es mit zu den Strudis mit reinsetzen, was dann passiert. Bist du jetzt halt. Nee, jetzt bist du sozial gut. Wald, er braucht viel mehr Wald, aber das ist klar, wir sind ja auch hier im Aufzugsgehege. So, dann fliegen wir so rüber. Die ersten Dracorex, die wir bisher ausgebrütet haben, schauen eigentlich ganz nett aus. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Schade. Strudi. Produkt wird eingesammelt. Oh, noch ein Dracorex. So, prima. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Wie sieht es denn ansonsten aus? Mal das mal auffüllen. Anfrage erhalten. Und uns auch mal noch ein Ranger-Team bauen. Dazu kaufen. Und wisst ihr was? Machen wir gleich drei. So, und jetzt haben wir alle Parkplätze gefüllt. Das ist gut. Und wir können auch mal wieder unsere Teams losschicken. Und zwar dahin. Und ganz klar hierhin. Und bei der Forschung. Wir jetzt Genforschung alles. Das bedeutet, wir brüten unseren Ceratosaurier wieder aus. Was haben wir hier? Oha, nochmal irgendwas in die Richtung. Mhm. Ah, was können wir hier noch? Ja, nichts Neues, ne? Das brauchen wir nicht unbedingt. Hm. Heute sind wir auch schon durch. Zäune haben wir nichts Neues. Medizinisch können wir machen.
Ja, Vogelgrippe-Virus. Okay, da können wir mal ein bisschen erforschen. Und da kommt dann der neue Ceratosaurier, der dann auch wahrscheinlich gleich das Alpha-Tier werden wird, weil er natürlich weiterentwickelt ist als die anderen. Nenne ich es jetzt mal. Und langsam auch ganz schön teuer werden wird. So. Kriegt dann eine andere Farbe als die anderen. Das war das Null genau. Ah, naja, da verliert er halt ganz schön an Punkten. Nee. Boah, jetzt kostet er schon fast 1,5 Millionen. Trotzdem, ausbrüten. Zack, zack. Und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge, Leute. Richtig schön geworden hier. Und wir haben den ersten Dracorex überhaupt ausgebrütet. Und wir gucken mal, ob sie sich wohlfühlen. Und dann bauen wir hier mal ein bisschen Gästeanlagen. Ah, so langsam haben wir in den Park einiges zu tun, Leute. Es läuft an. Geldprobleme, die am Anfang da waren, haben wir überwunden. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich sag mal... Bis dann, euer Neflatur.